Willkommen zu einer neuen Runde Resident Evil HD Remaster. Es ist schon eine Zeit lang her, dass ich hier reingeschaut habe und ich muss mich erstmal wieder etwas orientieren. Ich weiß noch, wir haben beim letzten Mal versucht, ein Rätsel zu lösen und wir haben noch irgendwelche Türen offen. Bin mir nicht mehr sicher, wo die waren. Die sind jetzt hier rechts oben. Wir waren bereits... Genau, der Rüstungsschlüssel, das war der, um den wir uns gekümmert haben. Und hier müssten eigentlich noch Türen sein, die wir noch nicht betreten haben. Genau. Ja, und jetzt schauen wir uns mal das erste Rätsel an. Müssen wir denn da... Da müssen wir jetzt nach oben laufen und... Dann, keine Ahnung. Ja, ihr seht schon, alles durchgeplant, das läuft gut. Ah, hier war es raus und dann gleich irgendwie die nächste Tür links oder so. Jep, genau, das war die Stahltür. Genau, und hier müssen wir irgendwie diese komischen Dinger, diese komischen Ritterrüstungen wieder verschieben. Aber die einfach wieder reinschieben. Dann bewegt sich auch hier die andere auf der Seite. Okay. Jetzt kommt die wieder raus. Oh Gott, oh Gott. Ich bin sehr schlecht in solchen Rätseln. Okay, jetzt kommt die wieder raus. Ja, und letztendlich hier nochmal die. können wir denn hier vielleicht... Ich hoffe mal, der Raum setzt sich irgendwie wieder zurück, wenn ich rausgehe. Ich denke mal, wir müssen alle vier irgendwie in die Nischen bekommen, damit hier nicht das Gas austritt. Jetzt passiert gar nichts. Oh, oh. Ja, es passiert noch nichts. Ich drücke jetzt mal den Knopf. Gespeichert haben wir ja. Wehe dem, der meinen Schlaf stört. Da ist ein Schalter. Betätigen. Ja, kein Gas, es öffnet sich eine Öffnung, ja. Und wir nehmen raus ein rätselhafter Kasten, den wir natürlich sofort untersuchen. Ein Schmuckkasten, gibt es hier denn sonst noch was anderes? Das war jetzt einfach als gedacht hier. Wir schauen uns den Kasten mal an. Wir haben immer noch unser Farbband im Inventar. Das müssen wir nochmal ablegen. Ein Schmuckkasten. Da ist ein Schalter. Oh, hier oben. Okay. Da ist ein Bild von Sonne und Mond. Auf dem Teller steht: Sonnenlicht weckt mich. Hier ist es ja wieder sehr kryptisch hier. Da ist ein Schalter. Es passiert nichts. Ja, es muss einen Weg geben, diesen Kasten zu öffnen. Wie viele Schalter gibt es hier denn? Okay, jetzt. Ah, okay, jetzt ist alles wieder zurückgesetzt. Wir drücken nochmal den vorderen Knopf. Dann, glaube ich, war es der Seitwärtsknopf. Jetzt nehmen wir mal den hier. Falsch, okay. Nochmal vorne. Seite. Rückseite. Nee. Sollen wir mal vielleicht mit dem anderen anfangen? Fangen wir mal mit der Rückseite an. Wie soll man denn da drauf kommen, was man hier drücken muss, Mensch?
Kann ich denn dich hier irgendwo nochmal drehen? Wir können immer zwei Schalter drücken und beim dritten fängt es dann zu zittern an. So, jetzt haben wir die voll. Und beim dritten zuckelt es wieder. Was ist da am Anfang gestanden? Irgendwas mit die Sonne oder so? Wo war denn das? Rückseite. Vorderseite. Oh. Es befand sich eine Maske drin. Wir haben offenbar nochmal eine so Totenmaske, oder? Todesmaske, ja. Eine Todesmaske ohne Augen, Nase oder Mund. Okay. Das heißt, die können wir dann wieder ablegen auf den Stadion. Und ich sehe gerade, wir haben ja gar nicht mehr volle Gesundheit, wieso auch immer. Kann mich nicht mehr erinnern, dass wir irgendwann mal Schaden genommen hätten, so gut wie wir hier spielen. So, und wir haben jetzt hier oben noch eine Tür, soweit ich weiß. Ich glaube, eine war es noch, genau, die Rüstungstür war es noch und dann noch rechts oben noch eine Tür. Und ja, da, wenn wir schon hier sind, wobei wir haben gerade ein Rätsel gelöst. Vielleicht sollte ich doch lieber nochmal speichern und alles ablegen. Ich muss nur wieder zurückfinden. ja, komplett falsche Richtung natürlich. Eieiei. Schwierig, wenn man lange nicht mehr gespielt hat. Hier ging es runter, genau. Dann speichern wir nochmal, legen alle Sachen ab. Auch die Todesmaske. Was denn jetzt los? Seit wann donnert es denn hier? Speichern. Farbband verwenden, jawohl. Mittlerweile sind wir schon bei Speicherstand 18 angelangt. So, und jetzt legen wir die Sachen ab. Verband. Wir könnten uns noch einmal grünes Kraut mitnehmen. Dann heile ich mich mal eben. Wir sind wieder gesund und können neue Abenteuer bestreiten. Wir haben auch noch das goldene Schild, oder? Ich denke, ich habe das schon abgelegt. Das muss ja auch noch für irgendwas gut sein. Vielleicht müssen wir das tauschen mit dem anderen Schild. Wir haben ja das Holzschild verwendet, um das goldene Schild zu erhalten. Und ich renne wieder in die komplett falsche Richtung. Oder? Jep. Es ist ja nicht so, als hätten wir noch nicht genug Türanimationen gesehen. So. Wie war Zielen? Okay, genau. Nur zur Vorsorge. Und hier war die Tür, oder? Die wir noch betreten können. Jep, die ist noch rot. Da gehen wir doch mal rein. Was sind wir da doch vielleicht schon gewesen, weil es nicht aufgesperrt hat? Bin mir da nicht sicher. Ein Elchkopf, zwei Blumen. An dieser Wand ist ein großer Kratzer. Das sieht nicht wie das Werk dieser verwesenden Gestalten aus. Ja, da liegt auch ein Bild auf dem Boden. Wir können hier noch rein.
dachte jetzt schon, jetzt kommt eine Zwischensequenz, weil es ausgeschaut hat, als hätte man oben und unten Balken, aber wir haben jetzt hier die Kamera unter dem Tisch. Okay, wir sind jetzt in dem einen Raum perfekt und können uns mal umschauen. Gibt es hier denn irgendwas? Ein Farbband. 6 Stück, perfekt. Sieht aus, als hätte jemand etwas an sich genommen und sich schnell aus dem Staub gemacht. Ja, so wie wir halt. Hier gibt es nichts. Es gibt hier ein Bett. Was haben wir denn jetzt? Und grünes Kraut. Nehmen wir noch nicht mit. Wir wissen nicht, was wir hier noch brauchen. Diese Fußspuren scheinen mitten durch das Bett zu führen. Okay, kann man das Bett vielleicht schieben oder so? Wir uns hier fest dagegen stemmen. Offenbar nicht. Hier liegt noch eine Kiste. Die Schublade ist leer, das Regal auch, aber wir haben einen ersten Hilfekasten gefunden. Ja, mehr gibt es hier wohl nicht. Bin mir nicht sicher, ob wir hier nicht doch noch was machen können. Wir nehmen das Kraut mit und haben somit hier alles geplündert. Wir schauen mal, ob auf der Karte ist der Raum jetzt grün. Okay, damit hat sich das Ganze hier wohl erledigt. Die Frage ist nur, was machen wir mit dem Riss an der Außenseite hier? An dieser Wand ist ein großer Kratzer. Das sieht nicht wie das Werk hier. Und wir haben hier nochmal eine Tür, die wir mit dem Dietrich öffnen. Ja, jetzt haben wir natürlich unser Inventar schon voll. Oh. Was macht der denn hier? Jill. Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Testament des Forschers. Darin steckt ein Brief. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest des Briefes ist lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber ich habe das Unausweichliche nur hinauszögern können. Ich bin infiziert und es gibt keine Heilung für das, was nun folgt. Der einzige Ausweg besteht darin, mein Leben zu beenden, ehe ich das verliere, was mich noch von diesen Bestien unterscheidet. Meine Liebe für dich. In einer Stunde beginnt mein ewiger Schlaf in Frieden. Bitte verzeih mir. Es tut mir so leid. Martin Crackhorn. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Ja, und damit ist er wieder verschwunden, Barry. Eine unverschlossene Aktentasche, sie ist voller biologischer Berichte. Der Behälter ist voller toter Insekten. Eine Motte oder eine Fliege oder eine Biene. Mehr Objekte können wir nicht tragen. Verschiedene Angelköder. Okay. Da hängt ein weißer Laborkittel. Er riecht nach Medizinschrank. Nochmal eine Biene, Motte, was auch immer, die wir nicht nehmen können. Eine Sammlung präparierter Insekten. Darunter ist ein Schalter. Drücken. Wir haben gespeichert, oder? Es passiert nichts. Vielleicht hat es etwas mit den präparierten Insekten zu tun. Das Aquarium riecht, als hätte etwas darin gelebt. Vielleicht wurde irgendein Geschöpf darin aufgezogen. Ja, vielleicht war auch nur ein Fisch drin. Was haben wir hier? Ein Haken, Angelhaken vielleicht. Diverse Angelhaken, okay. Also wir müssen hier vielleicht irgendwas mitnehmen bzw. kombinieren. Ich lege mal die Objekte ab, die wir gesammelt haben. Und wir können jetzt auch unseren Rüstungsschlüssel ablegen, weil ich glaube, dass wir alle Türen geöffnet haben.
Wir speichern nochmal. Wir haben ja jetzt genug Farbbänder wieder. Ich denke, das liegt auch am Schwierigkeitsgrad, dass wir so viel Farbbänder bekommen. Aber ich bin ehrlich gesagt ganz froh. So, wir haben irgendwo die Farbbänder. Genau, wir legen den Schlüssel ab. Wir legen das Kraut ab und den Erste-Hilfe-Kasten. Vielleicht, ich untersuche den gerade noch eben. Erste-Hilfe-Kasten, keine besonderen Merkmale. Nö, ist einfach nur ein Erste-Hilfe-Kasten. Legen wir ab. Irgendwo, wo noch Platz ist. Und jetzt schauen wir nochmal, wir haben die Maske, wir haben das Gold-Symbol. Ich würde das Gold-Symbol gern wieder an den alten Platz von dem Holz-Symbol hängen. Nur mal zu testen, ob das so gedacht war. Ansonsten schauen wir nochmal hoch in den Raum, den wir gerade eben betreten haben, und versuchen hier mal was mit dem Angelhaken und den Fliegenfischen oder wie das heißt zu kombinieren. Vielleicht schaffen wir das Ganze ja, ohne dass wir noch irgendwelche zusätzliche Objekte brauchen. So, das war jetzt hier. Und jetzt können wir hier die nicht so schöne Biene, hier steht es ja eh Bienenpräparat, das nicht so schöne Bienenpräparat können wir hier mitnehmen. Können wir dann nochmal was mitnehmen? Nein. Wir können hier den Bienenköder mitnehmen. Jawohl. Den Schalter brauchen wir nicht drücken. Und hier war noch irgendwo ein Angelhaken, den nehmen wir auch mit. Und jetzt schauen wir mal, können wir da irgendwas kombinieren. Gold. Wir prüfen vorher mal. Ein Haken zum Angeln. Okay. Dann ein Bienenköder. Ein bienenförmiger Köder, er hat keinen Haken. Oh, wie passend. Und hier haben wir ein Bienenpräparat. Keine besonderen Merkmale. So, jetzt kombinieren wir mal den Haken. Okay, jetzt ist der am Haken. Und jetzt müssen wir die wieder irgendwie einsetzen. Vielleicht. Ich setze hier mal den goldenen ein. Ach Quatsch, jetzt habe ich auf Verwenden geklickt. So, verwenden. Der ist wieder drin. Jetzt probieren wir den Schalter mal. Ja, es passiert gar nichts. Können wir den wieder nehmen jetzt? Ja. Dann mal hier den anderen reinsetzen. Es passiert auch nichts. Ich lasse den jetzt mal hier drinnen und setze hier den. Ah, hier sind die ganzen. Ah, dann war das falsch drin. Hier sind die ganzen Köder, Angelköder drin. Nee, nee, ich will den nicht mitnehmen. Und hier die ganzen Präparate. Und jetzt müsste es doch eigentlich gehen, oder? Ich will den nicht mitnehmen. Aha! On fire today, Mensch! Ist ja super. War relativ einfach. Huch. Oh oh. Wütende Bienen im Angriff. Oh. Lauf. Ich nehme mir mal das Objekt und dann raus hier. Ein Windwappen. Was auch immer ein Windwappen ist. Raus geht's. Ich hoffe, die Biene folgt uns jetzt nicht. Nein, wir nehmen die beiden Pflanzen mit, weil wir sowieso nochmal zum Speicherraum gehen.
um das goldene Symbol zu holen. So, und jetzt haben wir hier ein Windwappen. Wir prüfen. Es weist ein Windsymbol auf. Ein Windsymbol. Moment mal, wir haben doch ganz oben auf der Dachterrasse. Da müssen wir doch ein Symbol einsetzen. Wenn ich mich noch recht erinnere. Sollte das Symbol jetzt da oben nicht passen, dann bin ich allerdings mit meinem Latein am Ende. Wir holen noch das Symbol, das Goldsymbol. Legen das Kraut ab. Windwappen behalten wir. So, speichern wollte ich noch. Hey, ist das umständlich wieder. Müssen wir erst wieder das Farbband raus. Wir können die Maske auch noch mitnehmen. Die setzen wir gleich mal ein. Dann ist die auch weg. So. Dann laufen wir noch kurz auf den Friedhof. Wie kommen wir auf den Friedhof jetzt? Da müssen wir jetzt mittig rauslaufen. Aber hier ist die Tür zu, oder? Yep. Das war klar. Das heißt, wir müssen hier nochmal hoch und nochmal irgendwie außenrum. Hier haben wir auch noch eine rote Tür. Ah, da war unser Kollege doch schwer verletzt auf dem Boden. So, jetzt müssen wir hier nach unten. Hier durch die Tür nach draußen. Oh, ich höre irgendwas flattern. Hinab in die Grabkammer oder was immer das auch sein soll. Und dann haben wir bereits unsere zweite Maske. Wow, 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 wow. Sieht ja nicht gerade angenehm hier aus. Und hier tropft auch offenbar Blut raus. Ja. Ich freue mich schon, wenn wir alle vier Masken haben. Das wird bestimmt ein Fest. So, ich laufe jetzt kurz zurück, beende jetzt die Aufnahme und wenn ihr das nächste Video anschaut, dann stehe ich bereits vor dem Wappen und dann probieren wir das mal aus. Bis gleich.